Ich habe es natürlich jetzt nicht einfach, es ist immer schwierig, nach Herrn Riesenhuber zu reden, aber ich mache einen ganz scharfen Cut und werde sozusagen wieder zurück auf die Erde finden. Man muss nämlich schon ganz klar sagen, eigentlich ist der Antrag ein gewisses Armutszeugnis für die politische Selbstständigkeit der Koalitionsfraktionen. Was machen Sie nämlich? Sie legen hier sozusagen sich das PR-Papier des Wirtschaftsministeriums, die Hochglanzsammlung, die das Wirtschaftsministerium vor gut 6 Monaten herausgebracht hat, auf den Tisch und ventilieren das dann sozusagen nochmal durch einen Antrag, zum Teil sogar noch mit wörtlichen Übernahmen. Nun gut, darüber will ich mich jetzt nicht weiter auslassen. Das Problem ist, dass dahinter die sogenannte Innovationsoffensive von Minister Rössler steht. Und wenn man genau hinschaut, ist diese Initiative weder innovativ noch offensiv, weil, und das passiert dann natürlich zwangsläufig auch mit dem Antrag, Sie übernehmen einfach in dieses Hochglanzpapierchen und in Ihren Antrag einen Haufen Maßnahmen, die längst laufen und die überhaupt nichts Neues sind. Und nur ganz, ganz wenige Punkte sind tatsächlich neu. Darüber muss man aber dann auch nicht mehr so hier tönen. Sie wollen Lust auf Innovation wecken, wie wollen Sie Lust auf Ihre Innovation, auf Ihre Politik wecken, wenn am Ende hier nur Aufgewärmtes sozusagen vorgelegt wird. Und da können wir ja mal schauen, was in dem Eintopf schwimmt. An Schulen wird für technische Berufe geworben. Na großartig, als hätten wir nicht gerade Rekordquoten an Studierenden und Auszubildenden an den Universitäten und Hochschulen. Den jungen Menschen wäre allemal weit mehr geholfen, wenn die anstehenden Kürzungsrunden der Länder im Hochschulbereich verhindert werden könnten. Und Sie sollten dann dieses Geld nehmen und in den Hochschulpakt ab dem Jahr 2014 stecken. Wir stellen nämlich fest, dass dann schon die geplante Summe ausgelastet ist. Und das bedeutet, wenn Sie dort nicht nachlegen, wird eine ganze Generation von Studierwilligen vor verschlossenen Türen stehen. Die Koalition bedient in diesem Antrag dann auch noch das müde Klischee von einer technologiefeindlichen Gesellschaft und irrationalen Befindlichkeiten. Erstens stelle ich das in Frage und zweitens sind Ihre Beispiele nicht geeignet, das zu belegen. Ich bin hingegen nämlich froh, dass über die Folgen von Fracking, also Gasgewinnung mittels Einpressung chemischer Substanzen in Gesteinsschichten, dass über die Folgen unsicherer unterirdischer Kohlendioxidspeicherung, dass über Nanostoffe im Körper, das über grüne Gentechnik und ihre Folgen für die Umwelt, aber eben auch über die Folgen digitaler Technologien öffentlich im Pro und Contra diskutiert wird. Hätte man vor 50 Jahren eben beispielsweise sich nicht einfach der Atomkraft-Euphorie ergeben, wäre uns nämlich so manches Problem heute erspart geblieben. Es ist nun einmal zutiefst demokratisch, dass sich Menschen mündig, weil gut informiert, mitentscheiden wollen und dann natürlich auch mitentscheiden wollen, welche Risikotechnologien aus ihrer Sicht vertretbar sind. Und es gibt Probleme, die sind nicht beherrschbar, bei aller Hochachtung, Herr Riesenhuber. Das können Sie nicht garantieren. Was wollen Sie dann weiter in dem Antrag? Sie unterstützen das europäische Patent und Sie setzen sich für internationale Normen und Standards ein. Und Sie wollen, was für eine Überraschung, die eigene Breitbandstrategie und den Hightech-Gründerfonds 2 fortführen. Das alles, meine Damen und Herren, läuft bereits. Das läuft längst. Also wir brauchen hier nicht den Bundestag als Durchlauferhitzer für Ihre Anträge. Und dann auch noch das grüßende Murmeltier wird aus dem Winterschlaf geholt. Die sogenannte steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung bekommen Ihre liberalen Freunde für den Wahlkampf dann noch mal präsentiert. Dann dürfen Sie Ihre Klientel wieder anfüttern. Sie fordern diese, seit ich hier im Bundestag sitze. Aber der Umsetzung sind Sie genau genommen nicht einen einzigen Cent näher gekommen. Warum? Weil der ganze Laden natürlich Milliarden kostet. Und da muss man erklären, woher man das Geld nimmt. Und die Gefahr, die ich jetzt sehe aus den Diskussionen der vergangenen Jahre, ist, dass nämlich andere Programme, die sich bewährt haben bei der Bundesregierung, beispielsweise das zentrale Programm für das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, dass dort dann wieder gekürzt wird. Und da haben sich die Mittelständler eindeutig entschieden, nämlich für das ZIM. Und das ist ein erfolgreiches Programm und wird gut abgerufen. Und solche Dinge sollte man nun wahrlich nicht in Frage stellen. Kurzum,
Innovationen werden in diesem Lande zuhauf entwickelt. Dieser Antrag allerdings gehört nicht dazu, weder die Hochglanzbroschüre noch das, was danach kommt von Seiten der Koalition und der Bundesregierung. Danke. Das Wort hat nun Tobias Lindner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.